Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden, hätte ich fast gesagt. Nee, mit den Spartanern. Und wir haben letztes Mal in Ateia eine Fullstack-Armee mit unseren Helden der Garnisonsarmee vernichtend geschlagen. Das war ziemlich cool. So, okay, der geht jetzt nach Mazaka. Was hat er denn? Der hat 1, 2, 3, 4 Pikiniere. Tarantische Kavallerie? Puh. Soll ich das probieren? Turios Sperre. Vier Pikiniere, ich habe nur einen. Nee. Nee, das kann man nicht schaffen. Vor allem ja nur eine. Also, das sind ja nur. Spartanische Pikiniere sind schon gut. Aber das ist nicht gut genug. Gegen dann vier Pikiniere. Also, der hatte zwei gute und zwei nicht so gute Pikiniereinheiten. Aber das reicht eigentlich. So. Ja. Also gegen den ja, aber gegen die drei, nee. Beziehungsweise da war nur die eine Verstärkung dabei. Die da, nicht die da. Komisch. So, der macht gerade ein bisschen Stress, Entschuldigung. Aber okay, der macht jetzt wirklich einen auf Hunden. Interessant. Ich habe Ares ein Opfer gebracht in der Hoffnung auf einen kurzen Krieg, obgleich ich mich danach sehne, euch leiden zu sehen. Ernsthaft? Schade, schließt euch mir euch nicht an, aber das ist egal. Alter. Okay, spartanische Pikiniere, der hat Elefanten, gute Pikiniere, Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Schön. Aber sehr viel Bürgerkavallerie, die kann man wegschmeißen. Allein die drei mit Fernkämpfer würden reichen, um mich zu besiegen. Ja. Interessant, dass der Zypern mir jetzt den Krieg erklärt. Aber ja, dann wird es noch ein Weilchen brauchen. Aber finde ich gut. Vor allen Dingen, das ist eine sehr schöne Armee, also bis auf die Bürgerkavallerie, das ist Nonsens, aber ja, warum nicht? Jetzt muss ich schauen, dass ich in Jerusalem, ein bisschen was habe. Ein ehrenhafter Tod. Noch ein ehrenhafter Tod. Spartas Furz. Da will ich nicht so einen guten nehmen. Ares Terror. Agent, Feind verwundet, natürlicher Tod. Natürlicher Tod, natürlich. Alter. Banditen. Minus 10 Wohlstand. Banditentum, okay. Okay, also ein ehrenhafter Tod. Ah, ja, okay. Das hier. Natürlicher Tod. Politiker, okay. Und wo war der andere? Oder wurde das nur zweimal getriggert? Warte mal, Ares.
Ares. Ah, die da, okay. Okay, alles klar. So, Armee zerstört. Garnisonsarmee. Die Kentauren. Garnisonsarmee. Baubericht. Charakter, Siedlung verloren. Alter. Sehr schön, Verschleiß. 138 Mann. Was erweitert sich? Okay, dann schauen wir mal kurz hier rein. Übersicht, Politik, 8-9. Okay. Charaktere. Will jemand heiraten? Die will heiraten. Die ist 30 Jahre alt, ist schon ein bisschen älter. 22 Jahre alt, der kann noch nicht heiraten. 18, die kann noch nicht heiraten. 30, die kann heiraten. 28, noch nicht. Oh, du kannst schon heiraten. Noch nicht, okay, krass. So, du auch noch nicht. Du glaube ich auch noch nicht. Du auch noch nicht. Du auch noch nicht. Auch noch nicht und auch noch nicht. Alles Klärchen. Wow. Ja. Wir spielen schon lange. Okay, gut. Gehen wir wieder von Norden nach Süden. Oh, aggressiv rein. Der hat nichts um gegen mich zu bestehen. So, dann der plündert, finde ich nicht okay. Dann spielen wir das da. 1300 und 1000er Garnison. Freiherr-Banner. Ja. Aber echt, verliere ich so viel? Meint er, sind das ernsthaft? Ich habe doch... Alter, ein Spartas Furzwert wird die sowas von wegburnern. Trocken lassen wir mal. Ja, ich... Ja. Zu schnell getippt und falsch. Falsche Ding gemacht. Okay, wo greifen wir an? Hier wäre es auch möglich. Hier wäre es, glaube ich, gar nicht so bad. Also wir müssen hier auf den Hügel rauf. Okay, wobei hier wäre es schon blöd, weil dann müssten wir von hier nach da und hier nach da. Und dann können die da schießen. Die da können nicht schießen. Aber von hier kann man dann die ganze Zeit rüber schießen mit Bogenschützen. Da ist das hier schon besser. Dann kann man von hier aus das da übernehmen und dann hier hin und von da gleich straight nach da. Ja, okay. Okay, aber der da. Also die beiden werden definitiv nicht in der ersten Welle mitgehen. Okay. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, die mit den Türmen gehen straight zu den Türmen. Straight da hoch.
Wieso seid ihr so weit hinten? So, bitte alle bereit machen. Und let's go. So, sehr schön. Hat er Belagerungs? Ja, schade. Skorpion. Aber hier hat er nichts. Okay, das ist schon mal was. So, dann wollen wir mal schauen. Schießen die schon? Nichts Ausgefallenes heute! Schwenkt die Hallung einfach so um! Alter, so eine fette Leiter den Hügel hochschieben, ne? Alter. Mögen die Götter sie ihr Schicksal fürchten lassen! Warte, ich geh mal auf den. Ich will irgendwie was cool, eine coole Szene einfangen. Sieht schon irgendwie cool aus. Okay, also das ist schon mal gut, dass der sofort weggeht. Schon mal sehr gut. Von hier kommt man gar nicht nach vertrieben. Sehr gut, sehr gut. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Du gehst dahin. Ihr geht dahin. Du greifst gleich mal hier an. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. So, das da ist halt jetzt die. An die Waffen! Schwerinfanterie zu eurem Dienst! Auf nichts verlangt! Auserwählte Schwerter sind halt sehr gut. Okay.
Der verteidigt schon echt gut. Der verteidigt schon echt gut. Unser General wird angegriffen. So, volle Kanne auf die da. Hierhin, dahin. Ah gut, der kann auch dahin. So, Hoplitenwand kann ich noch nicht machen. Jetzt kann ich Hoplitenwand machen. Und Sperrphalanx, sehr schön, sehr schön. So, langsam geht's voran. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Puh, so, dann schicke ich mal nach und nach die Fernkämpfer hoch. Ja, wir verlieren sehr viel, das stimmt. Das stimmt leider. Ah, da waren noch einzelne Kreaturen, Figuren von denen. So, jetzt langsam. Ich schick mal. Geht mal dahin. Ganz weit weg. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Puh, ja, doch, doch, doch. Die sind sehr gut. Die Schlachtphase ist super. Die war sehr spannend. I like. Geschosse bereit zum Einsatz. So, ihr. Geht jetzt auch noch mal hoch. Doppelte Geschwindigkeit zum Einsatz. Bitte schnell. Was ist los bei dir? Ja, ja, doch, doch. Hab dann doch ein paar Leute verloren. Tja, jetzt Feuer zurück, ne? Hab dann doch ein paar Leute verloren. Okay, so, ihr macht mal diese standhaften Leute weg. Die nerven ein bisschen. So,
Der General ist ja wahrscheinlich wieder da. So, dann greife ich den mal von hinten an. Na also, wer sagt's denn? Warte, die können sich jetzt hier aufstellen. Und dann die da platt machen. Okay, jetzt ist die Frage. Also wahrscheinlich. Ja, hier. Nee. Die rennen alle weg. Wir haben einen Turm eingenommen. Steinschleuderer! Pieken in Batterie bereit! Das dachte ich mir schon. Dass die wieder kommen. Okay, dann ganz schnell, aber am besten mit denen, die noch heile sind. Hm. Deswegen schießen die nicht. Oh Gott, stimmt, da habe ich ja Feuer ausgemacht. Feuer frei. Was macht ihr da vorne? Ach, das ist der. Okay, okay, okay. So. Dann geht mal schnell nach da. Ich bin mal gespannt, wie viele wir verloren haben, weil müsste eigentlich schon einiges sein. Der macht ja gar nichts. So, gut, also knapper Sieg. Ja, knapp würde ich nicht sagen. Verluste 800 von 2700. Knapp würde ich nicht sagen, tatsächlich. Weil ich hatte ja hier noch, also über die Hälfte, warte, 1, 2, 3, 4. 4 waren kritisch. 1, 2, 3 waren mittel und alle anderen waren in Ordnung. Also sagen wir mal 4, 7 von 20. Und ja, knapp ist das, finde ich nicht. Naja. Aber war auf jeden Fall ein würdiges Ende für die Konföderation. Das auf jeden Fall. Und ich habe keine verloren. Das finde ich herzallerliebst. Das freut mich sehr. Jetzt muss ich halt hier. Jetzt muss ich halt hier schauen. Erstmal, dass meine ganzen Agenten. Ja, sich aus dem Staub machen, weil ich brauche die hier oben nicht mehr. So.
Hi. Okay. Gut. Dann nächste Runde machen wir die da. Und dann muss ich hier die mal... Hier sind... Hier ist zum Beispiel auch kaum... Okay, das ist gut. Das ist gut. So, hier das da wird er nicht einnehmen können. Mit der wird er hier runtergehen. Igitt. Da habe ich nur welche von mir. Okay, ja, okay. Du. Ja, in Sparta habe ich aber nichts. Okay, dann gehe ich hier mal nochmal zurück wegen Salamis. Und hier, die da werden gewaltig nach hier geschickt, die da nach da. Die da bleiben hier. Die brauche ich jetzt gegen Salamis. Die da. Komm hier hin. Wow. Mit denen allein habe ich ja schon fast eine Chance. Okay, ja. Die 501. wird halt dann schauen, dass sie das einnehmen kann. Die können eigentlich sogar das da jetzt einnehmen. So, hier oben ist noch was bisschen anderes. Okay. Der holt sich jetzt die Armee. Genau, Fernkämpfer brauche ich noch. Sehr gut. Jeder wird wahrscheinlich fallen, sobald er angreift. Warte. Da habe ich auch nur einmal Pikiniere. Aber ich habe ein paar Belagerungsdinger. Aber das wird nicht ausreichen. Und ich sehe gerade, es ist schon wieder viel zu lange. Daher danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das Let's Play schön schön safe nach Hause bringen. Und ja. Und dann dementsprechend siegreich hier rausgehen werden. Also ja, also zu diesem Zeitpunkt, also man kann das eigentlich nicht mehr verlieren. Ist mir auf jeden Fall noch nie passiert, dass ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich gegen normale, also wenn ich gegen KI spiele, dass ich da noch verliere. Weil wir haben unendlich Geld. Wir haben fast 1 Million. Und ja. Selbst wenn uns nehmen wir mal an, was wahrscheinlich nicht passieren wird, nehmen wir mal an, dass Pergamon und Baktrien sich verbinden gegen mich. Das wäre dann nochmal spannend, aber ja, das wäre auch kein Problem. Genau. Bei den Seleukien bin ich immer noch so klein. Also bei den Seleukien muss ich ja zugeben, also da will ich ja das so machen, dass ich
erst wieder aufnehme, sobald ich über den Anfangspunkt raus bin. Und jetzt ist es momentan, also ich habe jetzt schon, glaube ich, nochmal 10 Stunden reingesteckt. Und ich bin fast, tot, tatsächlich. Also hier habe ich noch eins, dann hier und da. Also Hauptstadt ist weg. Also ich habe noch drei Städte und überall sind Feinde. Also bin mal gespannt, ob ich das noch irgendwann schaffen werde oder ob ich das neu starten muss oder ob ich das abbrechen muss. Aber das ist auf jeden Fall eine schwierige Challenge. Eine coole. Genau, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, und bye.